Moin, Servus und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute kümmern wir uns um eine Evoli-Entwicklung. Ich weiß, ein paar von euch haben gefragt, so hey, kannst du auch sowas zu Evoli machen? Habe ich bisher noch nichts gefunden. Die einzige gute Möglichkeit ist vermutlich Massenausbruch suchen, also Massenauflauf suchen und am besten einen guten, der nicht verbuggt ist, weil er irgendwo, keine Ahnung, wo dahinter ist. Und dort dann einfach zu handeln. Ich kann gerne dazu ein Video machen, wie man den am besten findet. Ich habe ja schon Massenausbruch, wie man den beeinflussen kann, Video gemacht, mit Klippe getestet. Das funktioniert natürlich mit Normaltyp suchen, mit Evoli genauso. Ich habe es euch nochmal hier verlinkt. Und ja, wir machen auf jeden Fall mal eine Entwicklung. Wir suchen uns nämlich Psyana raus, da müsst ihr das schon mal nicht entwickeln. Dafür gibt es nämlich einen Easy Spot und Trick. Dafür gehen wir hier zur Hand des Montanata. Da gibt es einen Flugpunkt, der ist am besten geeignet dafür, um hinzukommen. Oder er geht hier hin, falls ihr den noch nicht habt. Und geht dann hier. Wir müssen nämlich hier runter. Und das ist der Easy Spot, wo wir runter können. Hier am Schild links einfach vorbei und einmal hier runter jumpen. So, und ihr seht bei mir jetzt schon, okay, hier spawnen schon Psyana. Das ist so, weil ich das Picknick schon gemacht habe, weil ich gerade noch Agilusa handeln war und noch Zeit übrig hatte und dachte so, ja, kannst du das nächste eigentlich gleich mitmachen. Aber ich erkläre es euch natürlich, wir stehen hier jetzt und ihr seht es easy, da spawnen schon haufenweise. Ihr müsst natürlich wieder vorher speichern, let's go und das Picknick machen. Und das mache ich jetzt auch nochmal kurz und ich sage euch, was ihr dazu braucht. Denn ich habe es ja im Agi-User-Video gesagt, aber ich sage es hier nochmal. Ihr braucht Tomate, grüne Paprika, Zwiebel, dann Doppelzwiebel nochmal drauf, also drei Zwiebeln. Und könnt dann mischen, wie es funktioniert. Unten in der Videobeschreibung ist wieder der Sandwich-Simulator für euch. Dort könnt ihr dann ganz einfach gucken, okay, welche Geheimgewürze funktionieren. Oder ihr nehmt die Standardmethode mit salzigen und scharf oder süß oder sauer. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. So, wir gehen raus, denn... Ah ja, Psycho, ne? Ist ja klar, also ist ja irgendwie logisch. Psyana ist Psycho. Und jetzt stehen wir hier wieder und gucken uns an, ob denn ein grünes dabei ist. Ihr seht schon. Wieso spawnen hier so viele Psyana? Wieso? Easy Hand, ehrlich. Es spielt ja nicht ganz so eine große Rolle, wo ihr steht, aber am besten hier links, damit ihr den Baum auf der rechten Seite habt. Dann sonst spawnen hier oben, wenn ihr weiter dahin geht, spawnen die vielleicht hier oben. So habt ihr alles schön im Blick, wenn ihr hier links im Eck steht. Würde ich also auf jeden Fall so empfehlen. Da haben wir unser grünes Psyana. Hallo, komm her zu mir. Nice. Und wie ihr wisst, war ich ungefähr bei 25 Minuten, habe jetzt immer noch 11 übrig. Also, wenn ihr noch Zeit übrig habt mit Psycho und hier schon schnell einen Psyana bekommen habt, dann holt euch doch direkt Agilusa. Das Video verlinke ich euch oben und in der Videobeschreibung nochmal, denn dort braucht ihr auch Psycho und braucht auch nur eins. Das heißt, vielleicht könnt ihr sogar zwei, wie ich, in einem Sandwich holen. Das wäre natürlich easy. Wenn ich euch helfen konnte und das Video euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.